Hallo liebe Freunde und ein herzliches Willkommen zu einem wunderbaren neuen Video. Diesmal dem Benni. Hallo zusammen. Und es geht um die Rabatte im PlayStation Store, die nicht von schlechten Eltern sind. Sony hatte mich gebeten, darüber doch mal ein Video zu machen. Und da habe ich mir die Rabatte angeschaut und gedacht, jo, darüber kannst du wirklich mal ein Video machen. Und da sieht man schon, Formel 1 2017 für 13,99 €, also richtig krass rabattiert. Ja, wie läuft das mit den Rabatten? Also, PlayStation Plus Mitglieder bekommen bis zu 80% Rabatt bei manchen Spielen. Und normale Mitglieder von der guten PlayStation, die auch PlayStation zocken, die bekommen 40% Rabatt. Also auch nicht von schlechten Eltern. Im Moment lohnt sich wirklich ein paar Games zu kaufen. Wir sehen hier Kingdom Come Deliverance, habe ich auch gefeiert. Für 35,99 €, ist auch noch nicht so alt. Ja, und bevor wir euch hier noch ein bisschen mehr erzählen über die ganze Aktion, wollen wir ein bisschen Rocket League zocken, ne? Rocket League eine kleine Runde. Und dann mache ich den Benni jetzt mal eben fertig in Rocket League. Und falls ihr alle weiteren Informationen, die ihr noch wissen müsst über diese Aktion, die findet ihr in der Beschreibung. Und da seht ihr auch nochmal alle Rabatte aufgelistet. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen losdüsen und euch noch ein bisschen mehr erzählen, worauf wir uns eigentlich so bei der PlayStation freuen. Und da geht es auch schon los. Wir sitzen hier zu zweit vor der PlayStation Pro und zocken jetzt eine Runde Eiszeit. Ja, da seht ihr, statt ein Ball gibt es ein Puck diesmal. Oh, ja, das kennen wir noch nicht. Der Benni ist übrigens immer noch Pro. In naja, ich glaube nicht mehr. Ich weiß gar nicht mal, wo ich bin, Alter, gerade. Oh, da hast du beinahe ein blaues Tor. Ja. Du bist ja ziemlich nah an meinem Tor, Mann. Ich muss mich erstmal zurechtfinden gerade hier. Heilige Scheiße. Also im One-on-One natürlich auch nochmal was anderes, das Spiel, weil man nicht abspielen kann. Nee, mein Lieber, so nicht. Jetzt komme ich. Wir haben gewartet auf den richtigen Zeitpunkt. Da hinten fährt er heimlich rum. Ja, mein Lieber. Nein! Nix da. Verdammte Axt. So, Benni, du hast ja auch schon eine PlayStation Plus, ne? Ja, ich glaube, ich habe mir das damals für GTA Online tatsächlich geholt. Also so vor 5 Jahren, 6 Jahren mittlerweile. Also GTA Online auf der PlayStation 3 damals noch. Ja, ist schon 2 Wochen her. Ich habe PlayStation Plus, glaube ich, seit Anbeginn der Zeit von PlayStation Plus. Ich habe es schon so lange. Ich habe auch schon immer und ewig eine PlayStation. Ah! Nein! Verdammte Axt. Das Ding ist ein bisschen langsamer mit dem Puck hier. Statt einem Ball. Ihr kennt Rocket League, haben wir früher auch zum Verenden gedaddelt. Ja? Ich war aber nie wirklich gut, muss ich dazu sagen. Oh nein, jetzt hat der Benni den Lauf. Oh Gott. Aber er verkackt es, weil er sich da irgendwie verdreht hat. So muss es sein, liebe Freunde. Oh, schade. Aber wir kriegen beide nicht zurück hier unter Kessel. Also wie gesagt, PlayStation Plus habe ich auch schon echt eine halbe Ewigkeit. Und es gibt ja auch wirklich viele, viele Rabatte, viele Spiele, die ich da auch schon kostenlos lernen durfte. Dein kostenloses Game, was du selbst gespielt hast? Sehr gefeiert habe ich Bloodborne. Das gab es irgendwie vor 1-2 Monaten als PS Plus Game kostenlos. Und das hatte ich damals, als es rauskam, mit meinem Kumpel Erich gespielt zusammen. Und der hatte aber das Spiel die ganze Zeit. Und ich wollte das unbedingt nochmal zocken. Und jetzt konnte ich das endlich machen vor 2 Monaten. Das hat mich sehr gefreut. Habe ich es auch endlich für immer. Was ist dein overall Lieblingsgame bei PlayStation? Overall Lieblingsgame. Wenn man sowas hat. Es ist echt schwierig. Gibt es ein paar auf jeden Fall. Ja, also das ist klar. Ich finde es auch immer sauschwer, sich für ein Game entscheiden zu müssen, weil es halt immer viele geile Games gab. Ich glaube, ich nehme dann Bloodborne tatsächlich. Boah, echt? Das ist echt geil. Das ist echt geil. Ja, im Moment, wie gesagt, gibt es auch echt krasse Rabatte auch wieder. Im Moment Heavy Rain, auch eins meiner Lieblingsspiele. Gibt es auch für PlayStation Plus Mitglieder, kostenlos. Und halt auch, wie gesagt, viele, viele andere Sachen. Oh Gott, jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. Boah, und was ich aber auch auf der PlayStation zuletzt richtig geil fand, war Horizon Zero Dawn. Das könnten sie ruhig auch mal. Nein, ich habe so dumm reagiert. Ich habe es reingehauen. Ja, nein, danke. Oh nein, Horizon Zero Dawn. Ja, Du hast mich abgelenkt. Da habe ich kurz über Horizon nachgedacht. Ja. Ich als Profi Spieler. Nee, ganz klar, auch ein geiles Game. Eure Lieblingsgames auf der PlayStation. Schreibt es doch gerne auch mal in die Kommentare. Und wie gesagt, wenn ihr mehr Infos zu den Rabatten wissen wollt, einfach hier in der Beschreibung nochmal checken. Jetzt muss ich mich kurz mal konzentrieren. Mein Lieblingsgame auf der PlayStation, ich kann es euch sagen. Nein, ein richtig schlechter Zug von mir. Oh yeah! Das war der Reflex vom normalen Fußball, da springt man nämlich genau immer. Genau, hinter dem Ball. Ja, aber das ist. Normal ist das gut. Ja. Wenn das ein Ball wäre. Ja, also mein Lieblingsgame auf der PlayStation, beziehungsweise ich sag mal overall, alle PlayStation-Fabrikate, ja. Dann war es, glaube ich, The Last of Us. Das fand ich einfach unfassbar geil. Und in letzter Zeit ganz richtig geil, Detroit Become Human. Auch ein absolutes Mega-Game.
Yeah. Nein, den habe ich doch noch abgewehrt. Ja, Mann, der Puck ist drinnen hier im Eiszeit-Level. Das Eiszeit gibt es irgendwie seit wann gibt es das auch getoben? Also irgendwie letztes Jahr, Ende letzten Jahres irgendwann. Also das noch nicht so lange. Ja, wir hatten ja auf Rocket League länger nicht gespielt, aber es ist immer noch ein Game, das richtig Bock macht. Und Rocket League haben wir ja auch schon angesprochen. Übrigens auch rabattiert. So, jetzt aber, Benni. Oh, ich bin irgendwo. Ich habe auf den anderen Monitor geguckt. Ja, voll, das ist ein klassischer Splitscreen-Fail. Oh Mann! Kalt ausgenutzt. Ja, das war so low von mir, Alter. Ja, geil. Steht ja 2-2, ist ja gut. Ich habe ja einfach mal reingehört. So, nochmal hier. Komm, Vollgas. Ja. Boah! Oh, damit hat wo er ist nicht er gerechnet. Wo ist er hin? Damit hat er nicht gerechnet. Zum Glück bin ich gesprungen in dem Moment. Ja, ich habe in der Luft gepupst. So, jetzt aber. Rückkehr der Jedi-Ritter. Es ist. Nein! Noch geschafft! Nein! Wie geht das? Wie geht das? Wie kann man sowas überhaupt machen, Baby? Das ist jetzt wird er zur Maschine langsam. Ja. Ich hab mich wieder eingespielt. Nein. Oh nein! Oh, den hab ich gerade noch so abgerettet. Ja, da hast du dich gerettet. Mit dem Zippel vom Auto hier. So, rüber. Das bleibt aber spannend hier, Mann, ey. Nix da. Ja, Mann! Ja! Nein! Ja! Also mit Freunden, ihr könnt Rocket League halt übrigens auch zu viert spielen. Ihr kennt ja, viele von euch werden das ja sicherlich kennen. Ein geiles Game, Autos mit Fußball, aber mit Autos, ne, sozusagen. Und es gibt auch verschiedene Maps, halt, wie gesagt, Eiszeit, es gibt noch all möglichen anderen Krempel. Also das ist auf jeden Fall echt ein und geiler Titel. Kann man mit 4 gegen 4 spielen, glaube ich, 4 gegen 4 sogar mittlerweile, 2 gegen 2, 4 insgesamt, oder? Ich weiß es auch gerade nicht mehr. Ich meine aber, es war 4 gegen 4 maximal. Nummer. Ah, den hole ich mir. Der fliegt und fliegt und fliegt und fliegt und fliegt. Nein! Okay, jetzt muss ich aber auch nochmal ein Tor machen. Mhm. Müsstest du, theoretisch. Ich probiere es zum Gehen, dass es nicht klappt. Nein, du bist verdammt flott unterwegs gerade, Benni. Nein! Oh yes! 3-3. Boah, spannendes Ding, aber nur weil ich so ein Superfail eben hatte. Ja, du aber Ausrede. Ja, wir spielen ja einmal auch bin ich über den Ball. Voll dein Arm! Ja! Ja, wie. Ja, wie. Alter, ich hab schon wieder gemacht den Fehler. Ja, nice. Ich denke immer, ich wäre orange, Alter. Aber ist ja egal. Du kriegst es ja trotzdem nicht rein. Ah! Okay. Ja, das war so schlecht. Wir sind echt so schlecht. Sorry, Leute. Bald auf der Gamescom das große Rocket League Turnier. Wir haben das ja auch letztens gespielt mit Leuten aus der Community, ne? Bei dem Meet and Greet, weißt du noch? Das war das letzte Mal, dass ich gezockt habe. Da hast du aber ein bisschen geübt. Ja, theoretisch. Also, aber sehr theoretisch. Die waren ja voll gut teilweise, ja? Deswegen. Oh! Alter, das war aber nicht regelkonform. Doch. Nee. Doch, sagt er, der Benni. Doch, sagt er. Oh! Nein! Nein, das ist nicht sein Ernst. Nein! Das ist noch nicht vorbei. Das ist noch nicht vorbei, ja. Das ist noch nicht vorbei. Er hofft auf ein Wunder. Und diesmal auch noch wegen so einem blöden Fehler, den ich gemacht habe, weißt du so. Ja, ihr titscht rein! Alter, das knapp, ey. Richtig, richtig geile Nummer, ey. Das muss man echt wagen. Wow. Also echt viel Spaß. Ja, wie gesagt, Multiplayer-Features sind bei manchen Spielen halt auch mit PlayStation und so weiter und so fort. Also Stern und Paladin. Antenne gewöhnlich? Ach cool, das kann man anlegen. Ich darf jetzt den Stern, du hast den Paladin. Ja, oder du hast gerade noch was freigeschaltet. Ja, sehr geil. Sehr geil. Ja, ne? Jo, das war's auf jeden Fall von Rocket League. Oh. Bevor wir uns hier verabschieden von Rocket League und Co., will ich nochmal kurz auf die PlayStation Plus-Thematik eingehen. Und hier seht ihr, ihr könnt 14 Tage lang PlayStation Plus auch testen, völlig kostenlos. Wenn ihr euch danach entschließt, weiterzumachen, kostet einen Monat 7,99. Dann gibt es natürlich noch Rabattpakete, 3 Monate 24,99 oder 12 Monate für 59,99. Und da sind zum Beispiel coole, kostenlose Spiele monatlich drin. Oder hier auch so kleine Trials, Demos, Pipapo, vieles, wie zum Beispiel Absolver. Ist noch gar nicht so alt, richtig cooles Game. Kostenlos mal eben. Heavy Rain.
eines meiner Lieblingsspiele, ja, von den Machern von Detroit Become Human, richtig gut. Space Overlords im Moment und Call of Duty haben wir hier auch am Start. Ja, und außerdem Multiplayer, ne? Ja, genau, also man kann dann auch Multiplayer spielen, natürlich in den Spielen, die es unterstützen, wenn man PlayStation Plus hat. Und es gibt so tolle Aktionen wie jetzt die Double Discounts, also genau. Noch mal krassere Rabatte, als wenn man jetzt kein PlayStation Plus Mitglied wäre. Mhm. Und da kann man richtig sparen, also man sieht's ja auch hier, entweder umsonst oder halt für, keine Ahnung, 15 Euro so ein Vollpreisspiel. Da kann man echt nichts sagen, finde ich. Hier gibt es auch die Designs und Avatare und alles Mögliche. Also da könnt ihr reichlich shoppen. Ja, und wenn ihr da weitere Infos finden wollt als PlayStation-User, einfach mal hier kurz in der Beschreibung schauen. Da findet ihr alle weiteren Links zu der Thematik und auch die Übersicht, welche Rabatte es gibt und so weiter und so fort. Wie gesagt, einfach mal in der Beschreibung die Links anklicken, auch zu PlayStation Plus und zu den Rabattaktionen. Bis dahin, liebe Freunde, das war's von diesem Video und wir sehen uns im nächsten. Ciao!